Hallo, in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie man Strava und Garmin Connect verbindet, wie man Strava Live-Segmente auf die Uhr bekommt und wie das Ganze dann in der Realität funktioniert. Als erstes gehen wir in die Garmin Connect App und da gehen wir direkt auf die Einstellung. Die finden wir unten bei den drei Punkten bei Mehr. Und dann gibt es hier ganz unten bei Garmin Geräte das Feld Einstellung. Und dann gibt es hier oben verknüpfte Apps. Und wie wir hier sehen, ich habe hier schon einige Apps verknüpft. Zu den ganzen Apps werde ich nach und nach auch Videos vorstellen. Also wenn ihr Interesse habt, dann lasst gerne ein Abo da. Und jetzt habe ich hier Strava. Da gehen wir einfach mal auf Strava. Also genau, was ich noch ergänzend dazu sagen möchte, alle verfügbaren Apps, die man auf dem Handy hat, werden dann hier entsprechend angezeigt, sofern sie Garmin Connect unterstützen. Dann gehen wir jetzt hier auf Strava. Und dann sehen wir jetzt schon eine kleine Erläuterung, was das Ganze macht. Hier gibt es einmal dann das Beacon von Strava und dann die Live-Segmente. Und das ist das ja, was uns jetzt interessiert. Dann gehen wir hier einfach auf Zustimmen. Und dann bekomme ich hier schon einen Hinweis, dass hier wegen der Autorisierung. Und wir sagen hier, ja, alles autorisieren. Genau, und dann bekommen wir das Fenster hier. Dann sehen wir hier ein grünes Häkchen. Die Garmin-Aktivitäten werden automatisch mit Strava geteilt. Das heißt also, jedes Mal, wenn jetzt eure Uhr synchronisiert oder euer Edge-Gerät synchronisiert, wird auch automatisch nach Strava die Daten hochgeladen. Also ihr findet die dann direkt bei Strava. Das geht auch relativ schnell, ohne große Verzögerung. Dann muss hier ein Haken, beziehungsweise muss hier dieses Rädchen hier zugestimmt sein, dass wir die Live-Segmente haben möchten. Und wenn man das Beacon noch hat, dann kann man das hier entsprechend auch noch verwalten und dann seine Notfallkontakte hinterlegen. Aber das werde ich auch nochmal im separaten Video vorstellen. Genau, die Daten, die von Connect und Strava geteilt werden, da haben wir gesagt, alle Aktivitäten und auch die Strecken. Und wenn ihr dann kein Interesse mehr habt, könnt ihr entsprechend auch dann hier die Verbindung trennen. Dann gehen wir jetzt mal hier raus. Als nächstes ist natürlich dann die Frage, wie bekomme ich von Strava die Segmente auf meine Uhr? Das geht eigentlich ganz einfach. Dafür gehen wir jetzt erstmal in die Strava-App hinein. Möglichkeit 1 ist, ihr habt jetzt eine Strecke gemeistert oder seid eine Strecke gelaufen und habt festgestellt, oh, ich bin hier durch 3 bis 4 Segmente durchgelaufen und die möchte ich nächstes Mal aber gerne schlagen und ich weiß aber gar nicht, wann genau die Segmente anfangen. Dann gehen wir jetzt einfach hier auf die Strecke, die wir jetzt gelaufen sind. Ich habe hier zum Beispiel jetzt eine ausgesucht von mir. Da gibt es jetzt, wenn ich ganz runter scrolle, gibt es hier eine Segmentaufteilung. Ich habe hier 3 Segmente. 2 habe ich in den Favoriten, ein Segment noch nicht. Da gehe ich jetzt einfach mal hier in die Segmente rein. Dann wähle ich das entsprechende Segment aus. Und dann sehe ich jetzt hier 1,04 Kilometer. Man sieht hier, ich bin das Segment schon mehrmals durchgelaufen. Ich habe das jetzt mal aus den Favoriten entfernt gehabt. Und dann habe ich hier die entsprechenden Statistiken. Die ist wahrscheinlich die meisten bekannt. So, und dann gibt es hier einen unscheinbaren Knopf. Das ist hier dieser Sternbutton. Wenn ihr auf diesen Sternbutton drückt und eure Uhr synchronisiert über Garmin Connect, ist beim nächsten Mal dieses Segment auf eure Uhr drauf, beziehungsweise die Uhr weiß, ihr habt hier ein Segment. Das war jetzt Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 wäre, mit dem Update von Strava gab es jetzt hier eine neue Gliederung. Ich kann hier auch auf Karte gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich weiß nicht, wo ich jetzt unterwegs bin, habe ich hier die Möglichkeit, in meinem Standort, wo ich bin, alle Segmente einzusehen, die Strava hier zu bieten hat. Ich kann hier oben auch noch filtern zwischen Radfahrt und Laufen. Also wenn ich da oben drauf drücke, kommt dann hier ein Auswahlmenü Lauf und Radfahrt. Ich habe jetzt zum Beispiel hier, mache ich jetzt Laufen und dann kann ich hier sehen, okay, hier gibt es ein Segment und da gibt es ein Segment. Ich kann hier auch noch beliebige Höhe einstellen, alle Distanzen etc. etc. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, oh, den Brunnenweg, das Segment finde ich jetzt sehr interessant, da möchte ich mal vorbei, kann mir hier noch die Details anzeigen lassen. 0,7 Kilometer, 7% Steigung, die entsprechenden Statistiken anschauen und wer hier lokaler Legend ist und schnellste Zeit, dann geht jetzt einfach auch hier wieder auf dieses Sternchen und sagt, okay, das möchte ich beim nächsten Mal in meinem Segment haben. Diese 2 Möglichkeiten habe ich also. Ganz wichtig an der Stelle ist, dass man die in die Favoriten setzt und sobald es in die Favoriten gesetzt wird, synchronisiert das mit Garmin Connect. Als nächstes gehen wir dann einfach in Garmin Connect rein. Dann gehen wir hier auf meinen Tag und dann, wenn es hier nicht automatisch läuft, fangen wir an hier zu synchronisieren. Und wenn die Uhr synchronisiert wird oder das Edge-Gerät, dann habe ich dann beim nächsten Mal die Live-Segmente auf der Uhr drauf. Ja, dann würde ich sagen, ich zeige euch das Ganze mal in Live, in Bildern. Ich habe das Ganze mal beim Laufen aufgenommen. Dann seht ihr mal, wie das auf der Uhr aussieht. So, wenn wir uns ein Segment nähern, zeigt du uns an, wie viel Meter es kommt. Leider wird nicht angezeigt,
wo das Segment ist. Also ich laufe jetzt geradeaus weiter. Ich will hier das Segment verlassen. Das Segment wäre quasi hier um die Ecke gewesen. Aber es kommt gleich noch eins. Und da kommt auch schon das Segment. Das war anders jetzt vor. Das ist hier vorne, das Segment. In 20 Metern. So, und los geht's. Jetzt sehe ich meine Bestzeit. Mein letzter Schritt. Das schaffe ich definitiv heute nicht. So, rechts oben sehe ich, wie weit mein Abstand ist zur Bestzeit. Links oben die Zahl bzw. Sekunden. Und links unten 4 Meter noch. So, jetzt sind wir gleich da. Boah, echt in Form. So. Und man bekommt gleich eine Auswertung und sieht, wie langsam er war. Genau, also das Segment abgeschlossen. Jetzt schauen wir das Ganze uns nochmal bei Strava an. Ich habe jetzt hier den entsprechenden Lauf aufgerufen, den ich euch gezeigt habe. Und da gehen wir jetzt einfach mal in das Segment hinein, was ich hier gelaufen bin. Und da sehen wir hier nochmal eine Kartenübersicht. Man sieht hier, das ist bei mir in den Favoriten. Kann ich mir nochmal hier das Segment angucken, von der Strecke her. Und dann sehe ich jetzt hier auch nochmal meine Zeit, meine Leistung. Und man sieht hier, ja, ich war schon mal besser, aber auch schon mal schlechter. Und ja, dann habt ihr entsprechend die Statistik. Und ihr wisst jetzt immer, wann die Segmente auftauchen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Ihr wisst jetzt, wie ihr eure Segmente verwalten könnt, wie Segmente auf der Uhr aussieht. Bei den Edge-Geräten ist es ähnlich, also ist von der Funktionalität auf jeden Fall das Gleiche. Nur halt die Ansicht ist ein kleines bisschen anders. Ihr bekommt gleich ein Live-Ergebnis, aber es ist wie gesagt wichtig, auch immer das Handy dabei zu haben, dass das funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen hoch und falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sport und viel Spaß bei der Segmentjagd.